Es gibt viele alte Texte, die uns von einer Vergangenheit der Menschheit erzählen, welche sich sehr von der unterscheidet, die in Geschichtsbüchern dargestellt und in Schulen gelehrt wird. In ihnen heißt es, dass es eine Zeit gab, in der die Götter mit den Menschen zusammenlebten. Sie waren physische Wesen, die die Menschheit versklavten. Sie suchten die Kontrolle über die Menschen und die Erde und standen sich in erbitterten Kämpfen gegenüber, um die Vorherrschaft zu erlangen. In einigen Schriften werden solche Kämpfe beschrieben, wie zum Beispiel im Mahabharata, einem alten Text aus Indien, in dem von einer gewalttätigen Schlacht am Himmel erzählt wird. Als Sieger ging der mächtige Indra hervor, welcher von seinem Luftfahrzeug aus gegen die Asuras kämpfte, die sich in ihren dunklen Wolkenfestungen versteckten. Diese Geschichten weisen viele Ähnlichkeiten mit den Göttern anderer Kulturen auf. Ein Beispiel davon sind die Tafeln, die in den königlichen hethitischen Archiven entdeckt wurden, wo die Schlachten des Gottes Teshub, Sturmgott des Himmels, der mit einem dreifachen Donnerbolzen symbolisiert wird, erwähnt werden. Seine Kämpfe um die Kontrolle über die wichtigsten Regionen der Erde fanden am Himmel und in den Meeren statt. In einem dieser Schlachten wurde Teshub von 70 Göttern mit ihren Streitwagen unterstützt. Andere Texte erzählen uns von der unglaublichen Langlebigkeit dieser mächtigen Wesen. Wie zum Beispiel in den Listen der sumerischen Könige aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, in denen Götter und Halbgötter erwähnt werden, die sich mit bekannten Königen, die in der Vergangenheit in Sumer regierten, zusammengetan hatten, von denen jeder über tausende von Jahren regierte. Eine davon ist die umstrittene Liste des babylonischen Priesters Berosso, der chaldäische Geschichtsschreiber, wo er in seinem Babylonica Informationen aus den Archiven der Stadt Borsippa über die Schöpfung und den Beginn der Zeit sammelt. Diese Liste nennt 10 langlebige Könige von Sumer, die vor der Sintflut jeweils zwischen 10.800 und 64.800 Jahren regierten. Eine weitere ist die Liste der Dynastie von Isin, welche vom Ursprung her bis 1800 vor Christus reicht. Sie verteilt sich auf insgesamt 15 Tafeln, von denen die meisten aus den Archiven der Stadt Nippur stammen. Die vielleicht vollständigste ist aber die im Irak gefundene sumerische Königsliste, auch World Blundell Prism genannt, welche sich derzeit im Ashmolean Museum in Oxford befindet. Sie ist 20 cm hoch und 9 cm breit und verfügt über 4 Seiten, wovon jeweils jede Seite in 2 Spalten unterteilt ist. Die Liste umfasst 10 sumerische Könige, die vor der Sintflut regierten. Ihre gesamte Regierungszeit war zwischen 18.000 und 72.000 Jahren lang. In Summen regierten sie 241.200 Jahre. Am Anfang dieser Liste können wir Folgendes lesen. Nachdem das Königtum vom Himmel herabgestiegen war, war das Königtum in Eriduk. Es wird ebenfalls eine große Flut erwähnt. Nachdem die Flut für Überschwemmungen sorgte und das Königtum vom Himmel herabgestiegen war, war das Königtum in Kish. Dieser Text lässt keinen Raum für Zweifel daran, dass diese Wesen nicht vom Planeten Erde stammten. Einen weiteren Beweis dafür finden wir im königlichen Kanon von Turin oder Turiner Königsliste, die 1820 in der Nähe von Luxor entdeckt wurde. Dort erscheinen in Ägypten regierende Pharaonen, denen die Götter, Halbgötter und Geister vorangingen, die vor ihnen regierten. Insgesamt enthält sie 300 Monarchen in chronologischer Reihenfolge. Und die Regierungszeiten sind so genau, dass sie nicht nur in Jahren, sondern auch in Monaten und Tagen angegeben wurden. Interessanterweise wird nur ein Teil der Liste als echt betrachtet, weil man sonst die Existenz dieser Götter oder nichtmenschlichen Wesen zugeben müsse. Zur Rechtfertigung dieser Information wird behauptet, dass ein Teil dieser Liste lediglich der Mythologie zuzuordnen sei. Der in Sizilien gefundene Palermo-Stein erwähnt auch die Götter und Halbgötter, die zu den ersten Dynastien Ägyptens gehörten. Ein weiterer interessanter Text ist der Gilgamesch-Epos, welcher von einer legendären Figur der sumerischen Mythologie berichtet, dessen Geschichte auf Tontafeln geschrieben steht, die 1853 bei Ausgrabungen unter den Trümmern des Königspalastes in Ninive gefunden wurden. Sie erzählen die Geschichte eines der emblematischsten Könige von Uruk. Der Halbgott Gilgamesch, Sohn einer Göttin und eines Priesters, galt als grausamer und lüsterner König, sodass die Bewohner von Uruk
die sich selbst unterdrückt sahen, die Götter um Hilfe baten. Obwohl diese nicht viel geholfen hatten, wie auf Tafel 3 berichtet wird, da die Göttin Ishtar, auch bekannt als Inanna oder Astarte, die wütend auf Gilgamesch war, nicht zögerte, auch Menschen zu bestrafen. So bat sie ihren Vater Anu, den Stier als eine Art Lektion vom Himmel zu schicken. Anu gab der Bitte seiner Tochter nach. Der Stier suchte sie heim und tötete hunderte von Männern mit den ersten beiden Schnauben. Mit seinem dritten Schnauben sprang er gegen Enkidu, der seinen Angriff stoppte. Offensichtlich war es eine Art Raumschiff. In der 11. Tafel wird die Geschichte der Sintflut erzählt, die auch in der Bibel erwähnt wird. Darin werden die Götter Enki, Anu und Enli genannt, die sich berieten und den Befehl erteilten, die große Katastrophe zur Erde zu schicken. Diejenige, die für die Durchführung zuständig war, war die Göttin Ishtar. Man kann auf der Tafel Folgendes lesen. Niemand sieht seinen Nachbarn. Menschen können vom Himmel aus nicht erkannt werden. Die Götter hatten schreckliche Angst vor der Flut, zogen sich zurück und stiegen in den Himmel von Anu auf. Mit anderen Worten, es geriet alles außer Kontrolle, was dazu führte, dass sie von der Erde flohen. Interessanterweise wird eine sehr ähnliche Geschichte in einem Text aus dem alten Ägypten erzählt, dem Buch von der Himmelskuh, welches die göttliche Strafe beschreibt, die von den Göttern angesichts des Ungehorsams der Menschen verhängt wurde. Die Göttin Hathor war diejenige, die damit beauftragt war. In jenem Buch wird die blutrünstigste Seite der Göttin gezeigt, die sich in die Göttin Sechmet verwandelte. Das Gemetzel war derart grausam, dass Ra selbst der Zerstörung ein Ende setzen wollte, da er der Ansicht war, dass die Strafe genug gewesen sei. Das Buch berichtet ebenfalls davon, dass dieser Gott beschloss, dem Menschen zu vergeben, indem er Sechmet befahl, einige am Leben zu lassen. Wir müssen jedoch noch eine weitere Geschichte aus der Avesta erwähnen, die von einer großen Flut spricht. Die Avesta, das heilige Buch des Zoroastrianismus. In dieser Schrift warnt der Gott Ahura-Mazda dem persischen Patriarchen Yima davor, angesichts einer drohenden und tödlichen Vergletscherung eine Höhle zu bauen, um sich und alle Lebewesen zu schützen, und sagt, wenn der Schnee schmilzt und das Wasser fließt, wird alles überflutet werden. Andererseits wird im Popol Vuh, der heiligen Schrift der Quiché-Maya in Guatemala, ebenfalls von einer Überschwemmung gesprochen. Diese wird mit viel Hagel, schwarzem Regen und Nebel sowie einer unbeschreiblichen Kälte einhergehen. Man sagt auch, dass das Sonnenlicht erst 26 Jahre nach der Flut wieder gesehen wurde. Es gibt auch weitere mesopotamische Texte, die über andere Zerstörungen dieser vermeintlichen Götter, die von den Sternen kommen, berichten. Wie zum Beispiel das Erra-Epos oder das Erra-Gedicht und die berühmten sumerischen Klagelieder von Ur, die beschreiben, wie ihre Städte auf göttlichen Befehl hin angegriffen wurden. Die Zerstörung war von solchem Ausmaß, dass absolut nichts mehr übrig blieb. In diesen Tafeln heißt es, dass der Feuersturm die Erde verbrannt hatte und die Sonne, der Mond sowie die Sterne verborgen blieben. Dann machte eine Art böser Wind die Einwohner krank und ließ ihre Gesichter blass werden. Und das Wasser in den Flüssen wurde für sie tödlich. Es wird auch davon berichtet, dass die Felder kontaminiert waren und nicht wieder bepflanzt werden konnten. Der psychische Schaden, den die Menschen erlitten, die diesen schrecklichen Feuerangriff sahen, war so groß, dass dies in mehreren Texten aus verschiedenen Kulturen festgehalten wurde. Wir stellen also fest, dass diese mesopotamischen Texte von denselben Ereignissen erzählen wie die Geschichte von Sodom und Gomorra im Alten Testament. Nur dass die sumerisch-akkadische Version 1000 Jahre älter ist als die Bibel. Außerdem beschreibt der sumerische Text der Klagelieder von Ur die Ereignisse viel detaillierter als der biblische Bericht. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Texten besteht darin, dass in der sumerischen Version dieser Feuersturm von Anu verordnet wurde. Im biblischen Text war Gott der große Zerstörer. Diese Wesen, die von den Sternen stammten, beherrschten die Menschen durch Kriege, Leiden und Furcht vor göttlicher Strafe. Man hat uns glauben lassen, dass es nur Legenden sind,
Aber die Wahrheit ist, dass es immer mehr Belege dafür gibt, dass die Sintflut und die Zerstörung von Sodom und Gomorra real waren. Eiszeitzeugen wie Bohrkerne bestätigen, dass sich vor etwa 12.500 Jahren tatsächlich eine Katastrophe größeren Ausmaßes ereignet hatte. Diese alten Mythen, die von der Zerstörung durch diese Götter sprechen, sind überraschend zutreffend. Vielleicht sollten wir bedenken, dass die konventionelle Sicht der Vorgeschichte vielleicht doch nicht so ist, wie wir denken. Wenn man sich all diese Texte wie die sumerischen, ägyptischen und hinduistischen anschaut, wird mehr als deutlich, dass es eine verborgene Geschichte gibt, die man uns scheinbar nicht in ihrer Gänze offenbaren möchte.